Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem kleinen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr durch Raids am besten Rüstungserz farmen könnt. Und zwar machen wir das mit Hyterra Raids, denn die gibt richtig viel Rüstungserz raus. Immer 4 Stück im goldenen Strahl, goldener Strahl, im violetter Strahl, im goldenen Raid. Und ich zeige euch jetzt wo. Also anscheinend, was ich gehört habe, kann Hyterra in jedem Raid auf der Rüstungsinsel kommen. Das kann ich aber selber nicht bestätigen. Ne? Und vielleicht ist das auch nur wegen Events oder so. Ich weiß es nicht genau. Anscheinend sollte es in jedem Nest möglich sein. Das kann ich aber nicht bestätigen. Was ich aber bestätigen kann, ist, dass es hier ein Hyterra drin gibt. Ne? In diesem Nest. Darum nehmen wir jetzt auch dieses Nest. Das ist fix. Und ja, am einfachsten geht es natürlich, wenn ihr zu zweit seid, wenn ihr entweder 2 Konsolen habt oder Kollegen, die auch Pokémon spielen, dann wäre das der Sinn von dem Ganzen, dass einer diesen Hyterra Raid hostet, den aber selber natürlich immer wieder das Spiel neu startet, ne, um immer wieder neu diesen Hyterra Raid hosten zu können und dass die anderen dann das Rüstungserz farmen. Ne? Im besten Fall, wenn man sowas macht, wechselt man sich halt ab, ne? Dass einmal der andere der Hoster ist, einmal der andere. Und ja, wenn ihr das zu Hause macht mit 2 Konsolen, ne? Weil ihr halt 2 Konsolen habt oder so, dann macht ihr das, was ich jetzt hier zeige, mit eurem zweiten Account. Ne? Also mit diesem Account, wo ihr farmen wollt, dürft ihr nicht jetzt das machen, was ich mache. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine, oder? Ne, also mit dem anderen Account könnt ihr dann farmen und mit dem könnt ihr dann hosten. Gut, was machen wir jetzt als erstes? Wir müssen als erstes schauen, dass wir einen violetten Strahl bekommen. Das machen wir so, indem wir zuerst mal die Watt hier einsammeln. Die nerven nachher sonst die ganze Zeit. Sehr gut. Jetzt gehen wir auf Einstellungen. Machen hier das Texttempo auf 1 aus. Yep. Und speichern unser Game. Ja, und jetzt, eben für die, die den Trick nicht kennen, ne, wir reden hier mit dem Nest. Willst du Wunschbrocken reinwerfen? Ja. Möchtest du das Spiel speichern? Fragt er. Und wenn wir jetzt Ja klicken, dann haben wir ganz kurz Zeit, um zu schauen, ob das ein violetter Strahl oder ein roter Strahl ist. Wenn es ein violetter Strahl ist, dann passt, ist alles in Ordnung. Wenn es ein roter Strahl ist, werden wir das Spiel neu resetten. Ja, und das so oft machen, bis halt ein violetter Strahl da ist. Wir schauen. Und ein roter Strahl, wir drücken den Home-Button, beenden das Spiel mit X und A dann. Und starten wieder rein. Ja, wir werden wieder vor dem Nest stehen jetzt, haben unseren Wunschbrocken noch nicht verschwendet. Und können das gleich nochmal machen. Ich zeige es noch einmal. Vielleicht haben wir ja Glück und er ist gleich da. Ansonsten, ja, gibt es dann einen kleinen Cut. So, wir stehen wieder hier, wir klicken wieder drauf, ja, und beim Speichern jetzt wieder schauen und zack, ja, ist wieder ein roter. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, sehr schön, wir haben es geschafft und haben den violetten Strahl. Das Spiel speichert. Was wir jetzt gleich als erstes machen, ganz wichtig, das wird euch sonst nachher übelst nerven, stellt die Geschwindigkeit jetzt wieder auf 3 und speichert dann selber nochmal das Spiel. Perfekt. Gut, wir haben unseren violetten Strahl, wir schauen mal, was drinnen ist. Kein Hyterra, ne, dachte ich mir jetzt schon. Ja gut, wie bekommen wir jetzt ein Hyterra? Wichtig natürlich, dass ihr eure Internetverbindung aushabt, aber das solltet ihr eh haben beim ganzen Neustarten, ne. Ist man dann nicht im Internet. Gut, Internetverbindung ist aus, damit wir andere nicht zuspammen. Und jetzt machen wir das so, wir klicken auf Mitspieler suchen. Und sobald hier rechts oben dann diese Zeit läuft, seht ihr jetzt 2:55 noch, könnt ihr den Home-Button klicken. Wir gehen auf Systemeinstellungen, ganz runter zu Datum und ändern den Tag einfach 1 nach vorne. Gehen wieder ins Game rein. Gehen raus aus dem Raid und wir haben einen neuen Raid hier und schauen, was es ist. Ja, es ist wieder kein Hyterra.
Wir machen das also wieder. Und wir machen das jetzt einfach so lang, bis wir ein Hytera im Raid haben. Ne? Hytera gibt es als 3, als 4 und als 5 Sterne. Im besten Fall wäre 3 Sterne am besten, weil die am einfachsten zu besiegen ist. Und wir bekommen immer gleich viel Rüstungserz, egal ob das jetzt ein 3 Sterne oder ein 5 Sterne Raid ist vom Hytera. Wir bekommen immer diese 4 Rüstungserz raus. Ja, ich werde das jetzt machen und wir sehen uns, sobald ich eins gefunden habe. So, ja, sehr schön. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einen Hytera Raid gefunden. Ich hatte vorhin schon mal einen 5 Sterne. Das war mir dann zu hoch. Ich habe für mich gesagt, 4 Sterne, ne, sollte er mindestens sein, weil es halt einfacher ist zu besiegen. Und ja, ich habe jetzt eben den 5 Sterne bekommen, habe jetzt noch, keine Ahnung, 10 Minuten weiter geskippt und habe jetzt einen sehr schönen 3-Sterne-Raid bekommen, der wirklich perfekt ist. Ja, wir gehen jetzt aber nicht rein, was wir jetzt natürlich als erstes machen, wir gehen wieder raus und wir müssen unser Spiel speichern, ganz wichtig, ne? Dass das Spiel wieder gespeichert wird. Und ja, ab jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Na, jetzt wäre der Sinn und Zweck, dass wir immer reingehen. Ich kann ja mal ganz kurz die Internetverbindung anmachen, dass wir Leute dabei haben. Weil ich glaube, ich habe gerade kein gutes Pokémon zur Hand zum Fighten. Ne, Kampf würde sich gut empfehlen. Maschamai zum Beispiel. So. Gehe ich mal auf Mitspieler suchen. Dann zeige ich euch das noch kurz, wie das dann ablaufen soll. Eben die von meinem Kampfteam kann ich ja nicht nehmen. Hier haben wir auch. Ja. Sowieso mal die Attacken. Ja, ich habe eher nichts, das da viel bringt. Ja, dann, ja. nehmen wir halt das Inferno-Pot, das ist Level 100. So. Ja, warten wir noch kurz, oder? Na komm, gehen wir rein. Na, jetzt sind schon bei 2 Minuten. Schaffen werden wir ihn auf jeden Fall. Also gerade mit Kampf-Pokémon sollte es ganz easy sein. Ohne, ja, wir werden es jetzt gleich sehen, wie schwer er zu besiegen ist. Oder sie. So, und dass ihr wisst, im Normalfall wäre es jetzt so, dass wir in die Dynamax gehen, machen wir auch die erste Attacke auswählen und angreifen. Und sobald wir den ersten Angriff jetzt gemacht haben und es losgeht, eigentlich könnten wir jetzt schon das Spiel beenden. Ne? Jetzt könnten wir das Spiel schon beenden, die anderen kämpfen weiter und ja. Und wir könnten dann den Raid gleich wieder neu starten und halt wieder, ja, neue Leute in den Raid reinholen. Ja. ja. Seht ihr schon, was schon nur dieses Maracamba an Schaden macht? Bei diesem 3-Sterne-Hytera. Unglaublich. Ja. Der auch durch den Schild durch, also theoretisch ist die Frage eben, wenn wir alle mit Maschamai oder so kämpfen, rentiert es sich überhaupt in die Dynamax zu gehen oder ist das eher dann noch von der Zeit ein bisschen eine Verschwendung sozusagen? Ich klicke jetzt einfach mal auf Nicht fangen, damit ihr jetzt die Belohnung noch seht. Ne? Und wir haben 3 Rüstungserz nur bekommen, nicht 4. Okay. In dem Fall gibt es wohl doch nur 3 Rüstungserz. Ja, wir beenden das Spiel jetzt natürlich. Hoi. Ja, dann tut's mir leid, dass ich das vorhin falsch gesagt habe. Dann gibt's wirklich doch nur 3 Rüstungserz in dem Fall für den 3-Sterne-Raid. Aber gut, er ist so schnell besiegt, ne, wenn man da eben das so macht, dass einer hostet.
Und die anderen den immer besiegen. Ihr habt es jetzt gesehen, das geht ja so schnell. Ne? Kann man wirklich gut farmen dann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal schnell rein in den Raid und schauen nochmal, ob es jetzt wirklich nochmal drei sind. Oder ob das jetzt vielleicht doch ab und zu vier, ab und zu drei Rüstungserz sind. So, ja, wir haben den wieder hier. Wir haben ja vorhin gespeichert, ne? So, nehmen wir nochmal den Inferno-Pot. Diesmal könnten wir das mit der Dynamax echt sein lassen. Sehr schön, da ist schon jemand. Mit dem Melmetall. Aha. Na, gleich zwei weitere. Perfekt. Ja, theoretisch muss man nicht mal ein Kampf-Pokémon auswählen. Na, da das Hydera ja so easy zu besiegen ist. Ja, mit 5 Sterne ist es dann sicher nicht mehr so easy. Aber 3 Sterne auf jeden Fall. So, David. Ja, dann lasse ich das mit der Dynamax jetzt. Ne? Ich glaube trotzdem, wir könnten die Easy in Runde 1 schon besiegen. Na, Scheinerichs dabei. So, ja, gehen wir auf die Feuerpeitsche. Ja, gehen wir auf die Feuerpeitsche. Schon in Ordnung. Turmkick, oh. Ach so, ja, der Schild, klar. Ich wollte gerade sagen, hey, das hätte jetzt aber mehr Schaden machen müssen vom Liberlo, vor allem, weil das sicher ein neuer Liberlo ist. Aber klar, der Schild. Bäm, zack. Was das an Schaden macht, durch den Schild durch. Krass. Ja, muss man nicht mal in die Diner gehen. Geht sogar schneller dann. So, dann schauen wir, ob es jetzt wieder drei Rüstungserz gibt. Und wir haben wieder drei Rüstungserz. Ja, in dem Fall sind es wahrscheinlich wirklich die drei. Aber gut, ich denke, das ist auch sehr akzeptabel, oder? Ja gut, Leute, das war's dann mit dem Video, ne? So könnt ihr das gut machen. Und ja, da ich ja jetzt den Raid schon habe, werde ich da schauen, dass ich den Raid auch behalten kann bis am Samstag, wo ja der Stream ist. Und am Samstag ist es ja so, um 16 Uhr haben wir den Animal Crossing Stream und ich werde ganz normal um 10 Uhr, aber dann diesen Samstag wirklich nur für 1 oder 2 Stunden Pokémon streamen. Und ja, dann werde ich mit euch diesen Raid hosten und dann können wir den Hytera Raid machen am Samstag, okay? Gut, dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Leute, bis zum nächsten Mal und tschüssi mit Üssi.